erhalten Sie übergangsweise die Erlaubnis, im Leistungsbetrieb zu verbleiben, um für eine potenzielle Krisensituation im kommenden Winter auch noch weiter Strom produzieren zu können. Das heißt, wir werden mit einem Gesetzentwurf jetzt ermöglichen, dass Sie im Streckbetrieb bis zum 15.04. noch einen gewissen Beitrag für die Stabilität der Stromversorgung in Deutschland leisten können. Danach endet diese Erlaubnis endgültig. Verbunden damit ist, dass keine neuen Brennelemente beschafft werden dürfen. Das heißt, diese Erlaubnis gilt nur für die noch in den Anlagen befindlichen Brennelemente. Auch das ist im Gesetzentwurf niedergelegt. Und damit haben wir jetzt eine gute Lösung gefunden, um einerseits einen Beitrag für die Versorgungssicherheit im kommenden Winter zu leisten, aber auch gemeinsam als Bundesregierung klarzustellen, dass der Atomausstieg im kommenden April stattfinden wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Habeck. Kurz ergänzend von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren, der Gesetzentwurf ist jetzt als eigenständiger Gesetzentwurf vorgesehen und geplant. Das ist der Sache angemessen durch den Zeitverzug der letzten Tage oder wenigen Wochen. Wäre es jetzt nicht mehr möglich gewesen, mit einem eigenständigen Gesetzentwurf eine Einsatzreserve zu ziehen. Deswegen ist es gleichzeitig der Beschluss, dass die AKWs, wenn der Gesetzentwurf dann zum Gesetz geworden ist, in den Streckbetrieb gehen. Da hat uns die Zeit sonst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben damit, wie Steffi Lemke sagte, für diesen Winter, für die Netzstabilität, vor allem im süddeutschen Raum, die Möglichkeit, die verbleibende Stromerzeugungskapazität der Atomkraftwerke zu nutzen. Das wird helfen in einer angespannten Situation. Und für den nächsten Winter bin ich sehr zuversichtlich, dass wir eine andere Situation vorfinden werden, weil ja der Aufbau einer alternativen Gasinfrastruktur an den norddeutschen Häfenstandorten, Hafenstandorten vorangeht, sodass wir dann im nächsten Winter einen Gutteil der weggefallenen Leistungen von Nord Stream 1 ersetzt haben werden durch die FSRU-Schiffe bzw. durch die Möglichkeit, mehr Gas nach Deutschland zu bekommen. Insofern nach einem etwas schwierigen Weg heute Klarheit geschaffen und jetzt wird das parlamentarische Verfahren bzw. die Beteiligung des Bundesrates schnell eingeleitet werden. Vielen Dank, einen kleinen Augenblick. Wir haben jetzt die Möglichkeit für maximal drei Rückfragen. Ich hatte zuerst Herrn Polanski gesehen, dann bei Ihnen und dann hier und dann sind wir auch schon durch. Herr Habeck, wie müssen Sie sich vorstellen heute im Bundeskabinett? Wie schnell ging das durch? Oder wurde auch Vier Minuten, würde ich sagen. Ja, maximal 4 Minuten. Das ist auch unsere gemeinsame Einschätzung. Genau. Nächste Frage, bitte. Ich habe den Gesetzentwurf vorgestellt und es gab keine Diskussion über den Gesetzentwurf, sondern es war klar, dass er heute vom Kabinett so befasst und beschlossen wurde. Bitte. Aber was macht Sie denn trotzdem so sicher, dass es jetzt dabei bleibt, dass es nicht wieder aufgestellt wird? Es gibt in der FDP ja schon diese Stimme von den Gebieten, die sagt, die Debatte sei letzte nicht beendet, also kriegen wir das Ganze nicht mehr. Der Bundeskanzler hat ja von seinem Recht, seine eigene Meinung mit der maximalen Autorität des Bundeskanzlers zu unterstreichen, der Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Und das gilt sowohl für den Einsatz jetzt in diesem Winter, wie auch für den Nicht-Einsatz im nächsten Winter. Man kann also nicht das eine loben, ohne das andere auch ebenfalls zu akzeptieren oder eben den gesamten Beschluss in Frage zu stellen. Und ich gehe davon fest aus, dass die FDP vertragstreu ist und die Autorität des Bundeskanzlers nicht beschädigen wird. Ich würde dazu gerne eine Ergänzung machen, wenn ich darf. Es muss auch klar sein, im Gesetz ist festgelegt, dass dieser Betrieb zum 15.04. nur mit den in den Anlagen vorhandenen Brennelementen stattfinden kann und dass jetzt die periodische Sicherheitsüberprüfung ja nochmal ausgesetzt wird vom Gesetzgeber in dieser schwierigen Situation, aber das für wenige Monate aus meiner Sicht vertretbar ist, aber nicht für einen langen Zeitraum und nicht für die Situation einer Neubeschaffung von Brennelementen. Wenn jetzt jedes Marzell so lang gehegte Vereinbarungen nochmal ausgesetzt werden, zeitweise, erwarten Sie auch ein Machtwort des Kanzlers beim Thema Tempolimit, wo die SPD und die Grünen ja dafür waren? Oder haben Sie das Thema aufgegeben? Das Tempolimit hat es ja nicht in den Koalitionsvertrag geschafft.
und hat jetzt bei diesen Gesprächen bis auf Andeutungen, von denen ich mal gelesen habe, nie eine Rolle gespielt. Insofern werden wir die anderen offenen Fragestellungen, die Frage von Einsparung von CO2-Mengen im Verkehrsbereich oder im Gebäudebereich, von sozialer Gerechtigkeit und so weiter, wie gewohnt, im guten Geist auf der Strecke lösen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.